Gegen Blaualgen helfen Wasserstoffperoxid und Easy Carbo. Anleitungsvideos, Vernebelung, Einpinseln, dazu gibt es hier auf YouTube. Also, da muss ich dir also ganz energisch widersprechen. Beides, also sowohl Wasserstoffperoxid als auch Easy Carbo, sind eine reine, ja, ist eine chemische Keule. Und wobei das Easy Carbo möglicherweise noch ganz gut funktionieren könnte, ja, wobei Easy Carbo nicht unbedingt bei Cyanus helfen muss. Aber was ich für ganz gefährlich halte, ist der Tipp mit dem Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid ist eins der stärksten Oxidationsmittel, was überhaupt erhältlich ist, was es überhaupt gibt. Und das Wasserstoffperoxid zerfällt im Aquarium katalytisch zu Wasser und radikalem Sauerstoff, also aktivem atomarem Sauerstoff. Und dieser atomare Sauerstoff macht also Folgendes, der macht tup-di-dup-di-dup-di-dup, wen kann ich jetzt angreifen? Und das nächste, was die greifen können, greifen die an, ja. Das kann eine organische Verbindung sein, in dem Wasser gelöst ist. Ja, das kann theoretisch Nitrit sein und machen da plötzlich Nitrat draus. Kann passieren. Es kann aber genauso gut sein, dass sie sich eine Garnele schnappen oder einen Fisch schnappen und beim Fisch die Augen verätzen, verbrennen. Ja, also dieser atomare Sauerstoff, das ist halt ein Oxidationsmittel, das verbrennt. Ne? Also machst du dir ein Tröpfchen auf den Finger, spülst es sofort ab, dann wirst du sehen, dass dein Finger verbrannt ist. Ja? Du hast eine oberflächliche Verbrennung am Finger, der wird weiß. Ja, und wenn du genug davon auf dem Finger hattest oder die Konzentration hoch genug war, dann kriegst du sogar stechende Schmerzen. Ne? Das ist Wasserstoffperoxid. Wasserstoffperoxid hat im Aquarium nichts zu suchen. Ne? Damit verbrennst du die Kiemen und die Augen deiner Fische und Garnelen. Bitte Finger weg von dem Zeug. Das hat im Aquarium nichts zu suchen. Dann eher Easy Carbo. Wobei auch da würde ich eher von der Keule Abstand nehmen, weil also auch Easy Carbo ein Desinfektionsmittel ist und auch die Bakterienfauna schädigt. Ja, genauso wie Wasserstoffperoxid auch. Also bitte lasst die Finger von so einem Mist.